Hey Leute, heute wird es wieder Zeit für ein weiteres Transformers Video Review. Heute geht alles um Transformers Hasbro Masterpiece Skywarp. Skywarp ist ein Repaint des Masterpiece Starscream Molds. Doch in diesem Mold stecken so viele Gimmicks, so viele kleine Dinge, die einen wirklich zum Erstaunen bringen, was alles in einer Figur drinnen stecken kann. Allein schon die Form des Jets ist, ja, gerade. Wie man es oft kennt, ist es bei Jets so, dass hier irgendwelche Arme und so raushängen und nicht wirklich gut befestigt sind. Hier geht das. Hier ist das richtig schön. Im Jet-Mode gibt es diese Räder. Die sind hier auch drehbar und hier aus Metall. Und die kann man auch ganz einfach wieder hier einfahren. Und dann diese Klappe noch umklappen. Also wirklich sehr gut gemacht. Sehr detailliert das Ganze. Diese Räder ebenfalls. Im Cockpit, das können wir natürlich öffnen, sitzt ein kleiner Dr. Archival, so nennt man ihn, glaube ich. Leider unbemalt, komplett schwarz und ganz schön klein im Gegensatz zu dem Ding hier. Gut. Vorne in der Nase befindet sich auch noch ein weiteres Gimmick, und zwar zieht man die heraus, dann kann man sie zur Seite bringen und dann erscheint sowas. Bin mir nicht sicher, was das genau sein soll, aber Gimmicks sind immer gut, also packt so ruhig rein. Gut. Als weiteres Gimmick gibt es auch noch diese Düsen hier hinten. Die sind auf einem Kugelgelenk und wenn man jetzt hier das hochklappt, sieht man diese Düsen noch vom Inneren her, und das finde ich echt genial. So hoch detailliert das Ganze und einfach prachtvoll. Gut. Ein weiteres Gimmick finden wir hier auf. Eine Luftbremse. Ja, das hier ist auch Metall. Sehr schön gemacht, finde ich phänomenal. Gehen wir zur Transformation über. Die dauert ein bisschen länger als bei normalen Figuren, weil Masterpiece-Figuren haben es nun mal so an sich, dass sie ein bisschen länger brauchen. Die Transformationen sind komplexer, weil einfach mehr Arbeit drin steckt. So, als erstes diese Teile hier nach unten drehen. Dann kann man diese Stücke hier nach... Ups, ja, das geht lang, schnell mal ab. Es ist nicht sonderlich gut da dran befestigt. Aber abbrechen tut da auch nichts. Da braucht ihr keine Sorge haben, wenn das mal abschnickt. Wenn ihr das hochgeklappt habt, könnt ihr das Ganze hier auch nochmal nach oben bringen. Auf der anderen Seite auch. Das hier nach oben. Und das dann hier auch nach oben. Als nächstes werden wir die Flügel nehmen. Die sind hier unten noch dran befestigt. Müsst ihr gucken, dass ihr das auch gut gelöst habt. So. Auf der anderen Seite ebenfalls. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr dieses Mittelstück hier nicht mit den Flügeln abnehmt, sondern separat auseinanderzieht. Jetzt könnt ihr die Flügel umfalten. So. Mann, das Ding ist einfach riesig. Ich habe ganz schön Probleme, das jetzt hier alles auf die Kamera zu bekommen. Naja. Als nächstes diese Seitenstücke zur Seite bringen. Und das komplette Stück hier nehmen und nach unten ziehen. Und dann haben wir auch schon seine Beine. Die können wir
gleich zur Seite bringen. Erstmal noch die Arme raus. So. Jetzt sehen wir hier auch wieder Metallteile. Also die Figur wiegt auch schon was, also nicht so, dass es ein Federgewicht wäre. Jetzt teilen wir das Stück hier in der Mitte und bringen es nach außen, indem wir es nach unten drehen. Nein, nicht nach unten drehen. So, dann teilen wir das. Bring das zur Seite. So, jetzt nehmen wir die Beine. Dann könnt ihr hier die Füße sehen. Die müsst ihr ausklappen und drehen. So, dann drehen wir hier wieder. Jetzt müssen wir das Stück hier rausbringen. So, jetzt kommen wir zum größten Part der Transformation. Dazu nehmen wir das komplette Vorderstück. Und jetzt müssen wir achten, dass wir hier den Kopf rauskriegen. Ja, da ist schon wieder was abgefallen. Dieses eine Teil. Das ist echt nervig, aber es ist jedenfalls gut so befestigt, dass nichts abbrechen kann. Und da kann man auch eigentlich, braucht man nicht besorgt sein. Jedenfalls, jetzt nehmen wir das, drehen es einmal, ziehen es nach unten. Das hier ist auch aus Metall. Klappen wir das nach oben, drücken das nach hinten, klappen das wieder zu. Jetzt nehmen wir die Nase, tun sie nach hinten. So, na komm schon. Nehmt die Nase, faltet sie einmal um. Und dann könnt ihr das wieder drauf tun. Jetzt sieht das Ganze schon sehr durcheinander aus. Und dann drückt ihr das komplette mal zusammen. So, dann habt ihr das runtergebracht, das ganze Stück. Und jetzt nehmt ihr die Flügel, klappt die Teile nach hinten. Und klappt die wieder zurecht. Und bringt die nach hinten. Dann müsst ihr die Hände rausbringen. So. Und fertig ist unser Skywarp. Und jetzt, meine Damen und Herren, zeigen wir die Gimmicks vom Robotermodus. Oh ja, er hat noch viel mehr. Und zwar hier hat er diese Brustraketenwerfer, wie man sie von Starscream in einer Cartoon-Folge sehen konnte. Und er hat auch ein Gesichtsänderungsgimmick. Dazu ziehen wir das Gesicht heraus, nach unten heraus, so. Können es einmal drehen. Und dann haben wir ein etwas ernsteres Gesicht, wie man sehen kann. Finde ich echt geil, also verdammt cool. So, wahrscheinlich stören euch diese gigantischen Teile hier hinten. Ihr könnt sie natürlich auch abnehmen, die sind auf einem Kugelgelenk. Und dann stören sie euch nicht weiter und
So sieht Skywarp natürlich noch dreimal besser aus. Skywarp hat auch noch sehr bewegliche Finger. Diese Finger sind einmal hier separat beweglich und in der Mitte auch noch und sitzen hier hinten auf einem Kugelgelenk. Und hier sind drei Finger zusammen und sind auch nochmal in der Mitte beweglich. Der Daumen sitzt auf einem Kugelgelenk. Und durch diese Fingeranordnung kann man mit Skywarp richtig coole Posen hinlegen. Zum Beispiel diesen ausgestreckten Daumen, dass er auf jemanden zeigt. Sieht echt krass aus. Was ihr auch noch mit diesen Teilen machen könnt, ihr könnt sie durch dieses Loch und diesen Pin auch einfach dran lassen. Ihr könnt sie sogar auch damit zurück transformieren und auch hin transformieren, wie ihr wollt. Das ist kein Problem. Sieht auch etwas besser aus, finde ich. Und für mich ist diese Figur ein Must-Have. Absolut ein wahres Masterpiece. Das verdient den Namen 100 Pro. Und kann ich echt nur jedem empfehlen, weil die Beweglichkeit ist auch absolut unglaublich. Ein klickendes Gelenk hier, dann auch noch hoch, runter, einmal drehen hier, doppelten Ellbogengelenk, die Faust kann sich 360 Grad drehen. Und kann auch reingehen, dank der Transformation. Der Kopf ist auf einem Kugelgelenk, welches man auch nochmal einstellen kann. Weiter nach vorne, weiter nach hinten. Also verdammt genial. Der Fuß, der kann rechts und links, wie man möchte, dank der Transformation sich bewegen. Und vor und zurück. Die Beine sind nun ohne die diese großen Teile an den Hüften viel beweglicher, gehen ganz nach vorne, zur Seite auch klickend, kann sich einmal hier drehen, kann einmal hier mit seinen klickenden Beinen sich drehen. Die Flügel, die kann man auch noch gut positionieren, die kann man einmal so positionieren. Dann hat man noch die Möglichkeit, sie nach vorne oder nach hinten zu machen. Und das war's dann auch schon von dem Skywarp. Er hat auch noch einen Stand. Diesen Stand kann man sich immer selber ausrichten, wie man möchte. Man kann das einmal so hinschieben, dann kann man ihn im Flugzeugmodus so hinstellen, in einer Flugpose. Sieht auch sehr gut aus. Die Füße stärkt zusätzlich nochmal diese Düsen auf einem Kugelgelenk, die das Stehen nochmals erleichtern. Den Stand kann man nochmal hier auseinandernehmen und dann, so, wie gesagt, hier reinsliden. Und hier ist ein Loch. Und der zugehörige Pin ist hier am Po. Das kann man dann reindrücken und schon hat Skywarp einen richtig coolen Stand. Echt krass. So kann man richtig coole Flugposen mit ihm machen und alles, was weiß ich. Jedenfalls Skywarp kommt noch mit seinen Null Rays. Die kann man ihn hier hinten anbringen. Ich finde die echt cool, die Teile. Ich mag die voll. Und er kommt auch noch mit diesen schönen Teilen. Die kann man ihm auch anbringen. Die kann man im Flugzeugmodus ihm auch anbringen. Die sind, das sind auch Punkte, wo man sie verstauen kann. So. Ich bevorzuge die Null Rays. Die finde ich
Sehr cool, sehr gut gemacht, sehr akkurat. Wenn man diese Raketen noch im Robotermodus verstauen will, gibt es diese Punkte, wo man die anstecken kann. So. Diese Figur hat absolut eine 1 minus verdient. Wieso das Minus? Wegen diesen Teilen. Ups. Wegen diesen Teilen. Die sind nicht sehr akkurat und sind meistens im Weg. Keiner braucht sie so wirklich. Klar, im Jet-Modus müssen die schon da sein, damit man wirklich einen guten Jet-Modus hat, aber hey, es ist immer noch eine 1 minus. Man kann sie einfach abnehmen und hat sie dann nicht mehr im Weg. Also, Leute, wenn ihr jetzt überzeugt seid von der Figur, holt sie euch. Sie ist es absolut wert. Bis zum nächsten Mal. Das war mein Review und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.